Ein Schneekugelbastelset besteht aus einem Glas, einem Gummi zum Verschließen und einem passenden Sockel. Erst wird das zukünftige Innenleben der Kugel auf den Gummi geklebt. Das solltest du gut trocknen lassen. Wenn du mehrere Kleinteile verkleben möchtest, dann diese zuerst auf eine Platte kleben, die etwas kleiner ist als die Oberfläche des Gummi. Dann wird das destillierte Wasser in die Kugel gefüllt. Zusätzlich etwas wasserklar, damit das Wasser nicht kippen kann, und einen kleinen Tropfen Spüli, damit sich Schnee und Glitzer gut in der Kugel verteilen. Und natürlich das Schüttelgut, also Schnee oder Glitzer oder was du auch sonst reintun möchtest. Dann wird der Gummi in die Kugel gedrückt. Bitte achte darauf, dass sich die Wellen des Gummis perfekt in die Wellen des Glases einpassen. Dann einen Tag stehen lassen und schauen, ob sich eine Luftblase gebildet hat. Wenn das so ist, kannst du mit einer Spritze etwas Wasser am Rand nachspritzen. Wenn die Kugel perfekt ist, wird sie in den Sockel geklebt. Den Sockel kannst du dann noch bekleben oder bemalen, ganz wie du möchtest. Schneekugelhaus, die Nummer 1, wenn es um Schneekugeln geht.